Als ein blinder, streunender Welpe unerträglich krank wird, empfiehlt der Tierarzt die Euthanasie. Aber kurz bevor er eingeschläfert wird, tauchen Biker auf und tun das Undenkbare. Wir haben keine andere Wahl. Mandy muss eingeschläfert werden, sagte der Tierarzt mit Entschlossenheit in der Stimme. Als Janice diese Worte hörte, drückte sie den streunenden Welpen fester an ihre Brust und wollte das Tier nicht mehr loslassen. Sie versuchte, den Arzt zu bitten, einen anderen Weg zu suchen, aber der sonst so freundliche und sanftmütige Mann war unnachgiebig geworden. Wenn es einen anderen Weg gäbe, Janice, dann hätte ich das getan. Die Augen sind schlecht und der Hund ist zu schwach. Jede Minute, die Mandy lebt, bedeutet für sie eine Menge Schmerzen und Leid. Der Arzt kam näher und strich mit seiner Hand über das Gesicht, um ihr zu sagen, dass alles gut werden würde. Der Operationssaal wurde bereits vorbereitet und in ein paar Minuten würde Mandy für immer weg sein. Die Blindheit ist nur der Anfang für den Welpen. Da sie so lange auf der Straße gelebt hatte, war sie schon in jungen Jahren unterentwickelt und unterernährt und es war nicht möglich, die Schäden am Körper rückgängig zu machen. Jedes Mal, wenn das Tierchen wimmerte, fühlte Janice einen Nagel in ihrem Herzen, weil sie wusste, dass der Hund litt und der Tierarzt trotz der Einwände recht hatte. Manchmal muss man grausam sein, um freundlich zu sein. Janice nickte und sah die Tierärztin mit Verständnis und Traurigkeit in den Augen an. Dr. Smith erwiderte ihren Blick und nahm Mandy von Janice weg und legte sie auf den Tisch. Er wollte sie ein letztes Mal untersuchen, um sicher zu sein, dass dies die richtige Entscheidung war. Mandy wurde auf dem Tisch unruhig, als ob sie die Traurigkeit im Raum und das, was auf sie zukommen würde, spürte. Janice musste näher an sie herantreten und ihr immer wieder versichern, dass alles gut werden würde. Die Tür öffnete sich knarrend und Janice dachte, dass einer der Pfleger endlich gekommen war, um zu sagen, dass alles bereit war. Aber sie war überrascht, als Boots, die Hauskatze des Tierheims, in den Raum kam. Boots und Mandy hatten eine ungewöhnliche, aber süße Beziehung aufgebaut. Die Katze ignorierte die Aufforderungen des Tierarztes und von Janice wegzubleiben und sprang sofort auf den Tisch und kuschelte sich direkt neben den Welpen. Es war, als wüsste auch die Katze, was auf sie zukam, und kam vorbei, um ihre letzten gemeinsamen Momente zu genießen. Bei diesem Anblick verließ Janice den Raum für eine Minute, um sich darauf vorzubereiten, dass sie dabei sein würde, wenn Mandy eingeschläfert würde. Während sie ihre Gedanken sammelte, kam ein Mitarbeiter mit der Nachricht auf sie zu, dass jemand nach ihr suchte. Als sie hinüberging, erkannte sie, dass es sich um James handelt, den Biker, der Mandy gefunden und im Tierheim abgesetzt hatte. Er war mit ein paar Freunden da und sie schienen alle auf sie zu warten. James lächelte, als er Janice herankommen sah und erzählte, dass er und seine Freunde beschlossen hatten, bei Mandy vorbeizuschauen, um zu sehen, wie weit sie sich erholt hatte. James war sich bewusst, in welch schrecklichem Zustand Mandy war, als er sie herbrachte. Janice hatte Mühe, die Worte aus ihrem Mund zu bekommen, aber schließlich erzählte sie ihm, was passiert war und die unglückliche Entscheidung. Die Biker fingen an, sich untereinander zu unterhalten, während James fragte, ob man wirklich nichts mehr tun könne. Janice versuchte, sich bei James zu entschuldigen und teilte ihm mit, dass das Verfahren schon fast im Gange war. Als James das hörte, verließ er die Gruppe und machte sich auf den Weg zum Büro des Arztes, als Dr. Smith sich gerade anschickte, Mandy von Boots wegzubringen. James war sehr wütend und fast nichts, was der Arzt oder Jenny sagten, konnte ihn beruhigen. Seine Freunde waren auch da und unterstützten ihn und machten klar, dass niemand Mandy einschläfern lassen würde. Janice erinnerte sich an die Zeit, als James mit Mandy im Arm im Tierheim angekommen war. Sie arbeitete die meiste Zeit als Freiwillige und hatte schon so manches Tier mit schrecklichen Geschichten kommen und gehen sehen. Aber keines hat ihr so sehr das Herz gebrochen wie Mandy. Sie hatte gerade Dienst, als James mit einem sehr kranken Welpen in seinen Armen ankam, der schlief. James war mit einer Gruppe von Bikern unterwegs, als sie ein Geräusch aus dem nahen Gebüsch hörten. James ging nachsehen und stellte fest, dass es ein kleiner Hund war, der Schmerzen hatte. Er war verletzt und als er seinen Körper untersuchte, stellte er fest, dass das Tier blutete. Als er es aufhob, wirkte das Hündchen ängstlich und aufgeregt, aber James wickelte ihn in seine Lederjacke ein und hoffte, dass das Tierchen sich dadurch sicher und geborgen fühlen würde. Glücklicherweise funktionierte das und der Hund schlief bald vor Erschöpfung ein.
James rannte zurück in die Stadt und fand zum Glück ein Tierheim mit einer Wegbeschreibung. Sobald er dort ankam, rief James um Hilfe und Janice war die Erste, die sich mit einem besorgten Gesichtsausdruck um ihn kümmerte. James informierte sie über den Zustand, in dem er den Hund gefunden hatte und sagte, dass er nicht eher gehen würde, bis er sicher sei, dass das Tier überleben würde. Janice brachte den Hund zu einem Arzt, der eine Praxis im Tierheim hatte, und Mandys Verletzungen wurden sofort behandelt, um die Blutung zu stoppen. Bei dem Tier wurde ein gebrochenes Bein und eine gebrochene Zehe diagnostiziert. Mandys Lebensbedingungen, bis sie gefunden wurde, waren schrecklich, denn der Tierarzt berichtete, dass die Hündin auf beiden Augen blind war. Außerdem war sie stark unterernährt und musste mit Antibiotika behandelt werden. Der Tierarzt machte sich an die Arbeit, um Mandy die besten Überlebenschancen zu geben. Dr. Smith teilte James mit, dass Mandy eine gute Chance hatte, sich zu erholen, aber sie müssten sie noch etwas länger beobachten. James lächelte erleichtert und glücklich darüber, dass er das Tierchen retten konnte, bevor es zu spät war, und versprach, wiederzukommen. Doch trotz der Beteuerungen des Tierarztes hatte die Realität Einzug gehalten und es gab nichts, was sie tun konnten. Da James derjenige war, der den Welpen gerettet hatte, schlug der Tierarzt vor, dass er sich ein letztes Mal verabschieden sollte, bevor die Euthanasie begann. Als er den resignierten Gesichtsausdruck von Jenny sah, beruhigte sich James ein wenig und umarmte Mandy ein letztes Mal. Doch als James den Hund in den Arm nahm und ihn zu trösten begann, bemerkten Janice und der Tierarzt etwas Seltsames. Der Schwanz des Welpen begann schwach zu wedeln und er schien aktiv auf James' Berührungen zu reagieren, und zwar auf eine Art und Weise, die sich von seinem Verhalten gegenüber Janice oder der Tierärztin unterschied. Das war bei weitem nicht das, was sie erwartet hatten, aber es war nicht zu leugnen, dass sich Mandys Verhalten durch diese kleine Interaktion deutlich verändert hatte. James hatte in dem Tier einen unerwarteten Kampfgeist geweckt. Der Tierarzt untersuchte den Hund erneut und kam mit einer überraschenden Nachricht zurück. Obwohl Mandy immer noch krank war, reagierte sie jetzt positiver auf die Behandlung und die Chancen auf eine Genesung waren gestiegen. Hunde neigen dazu, starke Bindungen mit Menschen einzugehen, und ihre Bindung und die Emotionen, die sie mit uns teilen, sind fast so wichtig für ihr Überleben wie Futter, Bewegung und Wasser. James war wahrscheinlich der erste Mensch, der Mandy jemals irgendeine Art von Freundlichkeit zeigte und auch der erste, bei dem sie sich sicher fühlte. Das Tier hatte sich bereits mit seinem Schicksal abgefunden, aber die Stimme und die Berührung des Menschen, der sie gerettet hatte, entfachten ihren Überlebenswillen neu. Jetzt, wo Mandy bereit war, für das Überleben zu kämpfen, waren ihre Chancen höher. Von da an kam James ins Tierheim und trug weiterhin aktiv zu Mandys Genesung bei. Mit jeder Woche, die verging, wurde der Hund stärker und lernte, sich in ihrer unmittelbaren Umgebung zurechtzufinden. Ihr bester Freund Boots, die katzenartige Krankenschwester, blieb an ihrer Seite und gab Mandy als tierischer Führer immer wieder den richtigen Tipp. Ein Jahr nach James' unerwarteten Besuch im Tierheim erklärte der Arzt, dass Mandy sich vollständig erholt hatte und das Tierheim überlegte, ob sie sie zur Adoption freigeben oder als Haustier selbst behalten sollten. Es gab jedoch noch eine andere Möglichkeit. James bot an, die Hündin zu adoptieren, da er und seine Freunde sich ebenfalls darauf freuten, sie als Mitglied ihrer Gemeinschaft zu haben. In den Monaten, in denen er an ihrer Seite blieb, betrachtete James den Welpen bereits als Teil seiner Familie und wollte ihn legalisieren. Das Tierheim akzeptierte den Vorschlag und so nahmen sie den Welpen mit nach Hause. Wenn Martha nicht bei James zu Hause war, unternahmen sie und James oft gemeinsame Ausflüge mit den Freunden. Anfangs machte diese Art von Interaktion Mandy Angst, aber bald lernte sie James voll und ganz zu vertrauen, weil sie bei ihm immer ein Zuhause haben würde. Was für eine schöne Geschichte! Hätte James für den Welpen zurückkommen sollen? Schreib uns deine Meinung in den Kommentaren unten und wir sehen uns im nächsten Video.